Hallo, ihr Schätzler. Anlehnung kennt keine Schulden. Endlich wieder Zeit fürs nächste Video, das nächste Thema. Und endlich auch deshalb, weil Anlehnung am Ende des Pferdekörpers sitzt. Ich meine, füttern können wir die Pferde ja nach wie vor gerne vorne. Aber was die Bewegung anbelangt, die wirklich gesunde Vorwärtsbewegung, fängt ein Pferd nun mal immer hinten an und endet vorne im Pferdemaul. Bevor wir reingehen in das Thema Anlehnung, ganz kurz nochmal zur unbedingt notwendigen Vorbereitung. Lasst euch hängen, lasst los, fühlt euren Körper, eure Gewichtigkeit. Step 2, bitte Beine lösen, erstmal die eigenen Beine lösen, auch hängen lassen, raus aus dem Steigbügel, gleichzeitig oder eins nach dem anderen, Hüftgelenke freispielen, wirklich reinfühlen, hier ist mein Rumpf, hier fangen meine Beine an, das zu trennen, wirklich freizuspielen, immer und immer wieder. Elementar wichtig. Denkt an die Topfübung, die hatten wir im anderen Video. Gleich da nochmal reinfühlen, gleich nochmal machen und am besten gleich schon mal zu Hause. Wenn ihr die Zügel dann aufnehmt, Gummiverbindung. Und wo kommt der Gummi her? Aus der Schulter, dem Mitspieler zum Hüftgelenk. So fühlt er es also erstmal rein, klebt die wieder, neige ich noch aus meinem Alltag dazu, am liebsten so machen zu wollen. So, was machen wir dann also? Dehnungshaltung des Reiterrückens, wie gesagt, erstmal sacken lassen und jetzt hergehen, Brustbein wieder nach vorne, Scheitel einordnen und schon merkt ihr, wow, hat ja tatsächlich immer und immer wieder was auch mit meiner Schulter zu tun. Und dann fühlt wirklich rein in Aufnahme des Zügels, dass das wirklich eine Verbindung wird, die ihr eins zu eins von der Schulterkugel hier bis ins Pferdemaul in der Lage seid zu fühlen. So, und jetzt auf geht's in die Anlehnung hinein. Und gleich wieder macht euch bitte und immer wieder klar, Anlehnung ist ein gefülltes Bankkonto ohne Dispo-Limit. Na und wo kriege ich die Füllung her? Aus dem Popo. Aus eurem und dadurch übertragen aus dem Pferdepopo. Hier wird eingezahlt, 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 angespart, angespart, angespart. Also hergehen, aktiviert wieder erstmal euren eigenen Popo und direkt den des Pferdes, das wirklich sicher ist, dass wenn ihr euren Popo bewegt, das Pferd auch direkt mitmacht, die Hinterhand aktiviert, abfußt und wirklich wem das Schub und Energie nach vorne bringt. Achtet drauf, kein Hohlkreuz, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich es immer wieder sehe. Wenn ihr aus dieser Position versucht einzuzahlen, dann habt ihr bereits Schulden gemacht und das Pferd musste mit euch ausbaden. Also wieder, bitte erst euch wirklich setzen, Pferdepopo ranholen und dann geht das mit der Schubentwicklung überhaupt erst los. Und so spart es Schub für Schub für Schub 500 Euro an und zahlt sie in euer Reiterbankkonto ein. Wie kriegt man diese 500 Euro denn jetzt nach vorne? Über die Mitte. Und wo sitzt die Mitte? Hier sitzt die Mitte, auch beim Pferd. Und nicht hier. Das ist und bleibt die Rippe und hat mit einer sinnigen Übertragung eures Guthabens einfach nichts zu tun, sondern wenn dann eben später mit den seitlichen Einwirkungen. Wir wollen auch nicht die ganzen 500 Euro mit nach vorne bringen, sondern 100 Euro davon. Investiert bitte immer und immer wieder und genau deshalb auch in den Bauch eures Pferdes. Umrahmt euer Pferd, nehmt das Thema, hat man ja auch schon oft, ne? In diesen Beinrahmen, während ihr oben reiterlich weiterhin Schub, Schub, Schub produziert. Drum ja auch so wichtig, dass das Bein wirklich in der Aktion komplett trennbar ist vom Rumpf. Und dann aktiviert immer, immer wieder, immer, immer wieder das Bäuchle auch vom Pferd dazu. Komm, heb dich ab vom Boden. Nimm 100 von den 500 Euro dafür, ins Schweben zu kommen, abzufußen vom Boden, deinen Rumpf vom Boden wirklich wegzubewegen.
Ganz, 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 ganz schlimm. Wenn man immer wieder hört, kräftig die Rückenmuskeln, kräftig die Rückenmuskeln. Was würde denn passieren, wenn wir genau das und nur das täten? Abgesehen davon, dass die Rückenmuskeln und nicht grundlos meistens bei Mensch und Pferd eh schon viel zu grundverspannt sind. Jetzt setze ich auf diese Spannung noch eine Spannung obendrauf. Ein Muskel, der sich anspannt, verkürzt sich ja erstmal in dem Moment, weil die Muskelfaser ineinander reinschlupft. Also würde ich nichts anderes erreichen als Wäm und noch stachsliger und noch verspannter durch mein Alltags- und Reiterleben mich durchzubewegen. So, und wenn ich jetzt meine 500 Schub-Euro nehme und versäume 100 davon immer wieder in diesen Rahmen, in dieses wirklich Anspannen der Mitte zu investieren, was kommt dann dabei raus und leider auch immer wieder zu sehen? Ein Pferd, das weiterhin unbalanciert ist, schwankend ist und eben nicht die Mitte findet, die es mit ausbalancieren und tragen kann. Nicht tanzen kann euer Pferd auch ohne euch. Tanzen lernen nur mit euch, indem ihr dem Pferd beibringt, dass ihr ja auch genießt, dass ihr wirklich eine bewusste Mitte habt, dass auch euer Popo unterschiebt und dass ihr eine Ahnung und Idee habt von Leichtfüßigkeit anstatt bam, 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 bam. So, und jetzt sind wir bei diesen 400 Euro für die Anlehnung. Und jetzt fühlt hin. Habt ihr angespart? Sind sie wirklich da? Kann sich euer Pferd darauf verlassen, dass ihr ihm etwas anbietet, was ihm wirklich gut tut, eben auch im so goldwerten und sensiblen Pferdemaul? 400 Gramm. Können wir das mal kurz so umzwitschen? Also 400 Gramm, 400 Euro in 400 Milliliter Wasser. Also so ein knapper halber Liter verteilt in diesen Anlehnungsbereich da oder bereit für diesen Anlehnungsbereich. Um zu erklären, worauf es dann am allerwichtigsten ankommt und was man bitte tunlichst lassen sollte, liebe ich die Erklärung des Schubkarrenprinzips. Stellt euch vor, oder noch lieber, ich bitte die Leute durchaus oft drum, komm, wir holen uns gerade mal eine Schubkarre und probieren das live aus. Hier und jetzt stellt euch vor, ihr habt sie vor euch, sie ist randvoll mit Wasser und euer Ziel ist es, dieses Wasser wirklich, ohne dass es in große Unruhe kommt, geschweige denn sich rechts, links ständig verschüttet, von A nach B zu bringen. Was wird man tun? Man nimmt die Griffe auf und schiebt los. Am besten nicht von den Armen. Denn wenn man es von den Armen tut, na, dann kann man überhaupt nicht mehr geschmeidig mit genau ihnen reagieren. Also, man schiebt am besten wieder mal vom Motor, dem Popo. Denn wenn ich das tue und sage, so bringe ich diese ganze Schubkarre mit diesem Wasser nach vorne, dann kriege ich Spielraum in die frei gespielten Arme. Und jetzt habe ich hier diese beiden Schubkarrengriffe und kann wirklich gucken, dass das immer ausgewogen ist, kann hinfühlen. So wichtig, wirklich immer hinzufühlen in diese Gummiverbindung, ob sie steht, ob sie gleichmäßig da ist, damit sie auf ihre Weise geschmeidig bleibt, aber auch ihre Ruhe gesichert ist. Und so kann man von A nach B den eigenen Körper und diese Schubkarre nach vorne bringen. Anlehnung ist definitiv ein ganz tolles, aber natürlich auch hochsensibles und sehr feinfühlig damit umzugehendes fünftes Bein, das ihr eurem Pferd für die Gesamtbalancierung und Dehnungshaltung anbieten könnt. Es ist ein Stuhl, eine Stütze, die ihr dem Pferd mit anbietet, um sich fein eben daran abzusetzen oder anzulehnen. Wie viel Sinn macht es von diesem Stuhl, wo ihr sagt, komm, komm, tu dein Köpfle, deine Halsung, da ruhig bitte drauf, bis sie ablegen, wenn ich von diesem Stuhl ständig ein Bein wegziehe? Wie viel Sinn macht es, wenn ich von der Schubkarre, die ich gerade versuche in Ruhe von A nach B zu bringen,
dann, ups, immer mal wieder einen Griff loslasse. Das ist ja leider auch so ein ziemlich weit verbreitete, ich möchte schon sagen, Unsitte, die einfach keinen Sinn macht. Es geht doch darum, dass sich das Pferd auf diese zusätzliche Balancierungshilfe wirklich erstmal absolut verlassen kann. Stühle, die ich anbiete, ziehe ich nicht jeden zweiten Moment wieder weg. Das ist das Gleiche mit dem Thema Schulden machen, statt da vorne im Pluskonto zu agieren. Wenn ich drauf sitze auf dem Pferd und mit den Zügeln rückwärts ziehe, während hinten ich eigentlich schiebe, dann sage ich doch ständig zu einem Pferd, steh auf, nö, setz dich hin. Steh auf, nö, ich hab's mir anders überlegt. Steh auf, nö, setz dich doch lieber hin. Vorwärts, vorwärts in der Gesamtsinnigkeit. Wenn ihr auf dem Pferd sitzt, vorwärts reitet und immer wieder das Bedürfnis habt, mit dem Zügel rückwärts zu ziehen, dann habt ihr von hinten nicht genug einbezahlt. Dann ist die Lösung nicht, um Verbindung zu kriegen, die dann gar keine ist, sondern wirklich den Raum dafür wieder zu schaffen, diesen Stuhl, diese Schubkarre wieder zu produzieren und wem zu gucken, dass der Pferde Popo, die Pferdemitte, der Pferdekörper, da auch wirklich ankommt. Auch Paraden haben nichts mit Schulden zu tun. Paraden nimmt man ja dann, um wirklich verfeinerte Lektionen damit wirklich nochmal in diesem Plusbereich mit zu initiieren. Mit diesem Geld nicht auf die Shoppingmeile zu gehen, sondern es sinnvoll zu investieren, während man gleichzeitig immer auch wieder Biegungen einleitet, diese und jene Lektion und so weiter. Selbst die Rückwärtsparade soll ja erstmal aus einem tendenziellen Antreten mit dann Rückwärtstritten passieren. Es gibt also wirklich keinen sinnigen Moment, wo man den Zügel ins Rückwärts ziehen sollte, sondern es gibt tausend sinnige Momente, in denen man hinfühlen sollte, ob man geschaffen hat, dass das Pferd nach vorne unten strebt, an die Hand hin, im Bereich des geschaffenen Pluskontos. Um zusätzlich zu verstehen, wie wichtig Anlehnung wirklich ist und was es für ein irrsinniger Unterschied ist, ob das Pferdchen so hübsch daherkommt oder sich wirklich anlehnt, könnte man eine ganz kleine Übung machen, ist ganz simpel, aber da merkt man es ganz deutlich. Denn es geht auch beim Pferdekörper darum, eine isometrisch sinnige Gesamtspannung zu erreichen. Was ist jetzt das? Isometrische Anspannung ist eine Anspannung in Dehnungshaltung, die genau dadurch vermeidet, dass sich eben die Muskelfasern ineinander neigen und immer noch kürzer werden. Setzt euch bitte nochmal hin, gleich hier und jetzt auf den Stuhl. Popo gesetzt, Brust nach vorne, Scheitel zur Decke. Merkt ihr doch, entfaltet also euren eigenen Rücken. Und jetzt geht bitte mal her, nehmt euren Finger und setzt ihn da unten an euer Kinn. Und jetzt fühlt doch bitte mal selber in den Unterschied rein. Was passiert mit dieser Dehnung, wenn ich das Kinn zurückziehe, mich der Anlehnung also entziehe? No? Ja, dann wird die Dehnung im Ganzen, wenn hier unten alles sitzt und, ein bisschen verstärkt. Hat aber nun mal mit Kräftigung, mit nachhaltiger nichts zu tun. Und jetzt der Unterschied, das Gleiche nochmal, Popo runter, Brust vor, Scheitel zur Decke. Schön in diese Dehnungshaltung kommen, Finger wieder ans Kinn und jetzt schiebt dieses Kinn doch mal leicht nach vorne, ohne dass ihr hier im Nacken einknickt. Oh, das ist ja so wichtig, das eben nicht zu tun, sondern in einer sinnigen Gesamthaltung und Streckung jetzt hier heranzutreten an euren Finger. Und dann werdet ihr merken, wenn ich das tue, in Verbindung mit der Basis gesicherter Bauch und schön gesicherter, gesetzter Popo, dann kriege ich ja wirklich Spannung in gesunder Weise auf meinen ganzen Rücken auch selber bis so richtig schön von unten nach oben. Das ist Anlehnung. Und das beschert Anlehnung. Sie ist der Abschluss dieses Gesamtbewegungsformats, das man haben möchte, um wirklich bam, einen gesunden, starken Körper entwickeln zu können.
Und schon sind wir wieder bei dem Thema schlechthin und schließt sich der Kreis. Schafft genau das bitte auch in eurem Alltag, in diesen x Stunden, auch ohne Pferd, die so ungemein viele Möglichkeiten bieten, dass ihr diesen Körper entwickelt, den ihr dann aufs Pferd übertragen wollt und dann natürlich auch viel, viel leichter aufs Pferd übertragen könnt. Achtet immer wieder drauf, auch im Alltag eben. Bin ich gelassen? Sitzt mein Popo? Habe ich Kontakt zu meiner Körpermitte? Habe ich wirklich Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule entwickelt, anstatt immer aus dem Hohlkreuz zu kompensieren? Sind meine Schultern wirklich frei und unabhängig vom Rumpf? Sind es meine Hüftgelenke auch? Und kann ich daraus wirklich gesunde Haltung und Bewegung entwickeln? Probiert und spielt immer wieder damit. Lasst das Reiten in euren Alltag einfließen, mit euch selber. Das Ergebnis dann mit dem Pferd wird ein ganz anderes sein. Der Tanzlehrer lernt nun mal erst mal selbst, bevor es dem Tanzschüler beibringt. Ganz, ganz, ganz lieben Gruß. Freue mich aufs nächste Mal. Ciao.